ARD. Elektrobeats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und es ist mir wieder eine außerordentliche Freude, gleich den Yellow Mastermind Boris Blank zu seinem ganz neuen Soloalbum Resonance hier im Studio begrüßen zu können und wir starten mit Vertigo Heroes Part 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe und viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Eingangs gehört Vertigo Heroes Part 1 aus dem brandneuen Boris Blank-Album Resonance. Zum letzten Yellow-Album Point waren mir Dieter Meyer und Boris Blank aus ihrem Schweizer Studio zugeschaltet. Ich freue mich sehr, jetzt bei mir hier im Studio. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Boris Blank. Guten Abend, Olaf Zimmermann. Einmal mehr. Dein neues Soloalbum ist jetzt am Freitag erschienen. Das stellen wir gemeinsam in dieser ersten Elektrobeat-Stunde vor. Jedes der 12 neuen Stücke hat eine spannende Geschichte. Einige wirst du auch gleich erzählen.
Akustische Resonanz, die Räume erzeugen, ist eine Sache, die dich schon seit jeher fasziniert und beschäftigt. Deshalb hast du auch den Plattentitel gewählt. Erschien der dir schon fast am Anfang, als du die ersten Tricks und Skizzen begonnen hast? Oder hast du die denn erst so gegen Ende in der finalen Phase einfallen lassen? Das ist eigentlich wie bei Yellow. Nicht unendlich kommen die Titel dann erst am Schluss zu tragen, und das ist auch immer sehr schwierig, eigentlich fast das Schwierigste überhaupt, einen Titel zu finden, der auch ein bisschen Sinn macht. Und in diesem Fall macht er sehr viel Sinn, weil ich hatte schon als kleines Kind immer schon eine Affinität zu Räumen. Das hat angefangen in den Ferien, in den Bergen, in den Schweizer Alpen, wie der kleine Boris da in die Wände hineingeschrien hat und festgestellt hat, je mehr Wände da sind, desto mehr Echos gibt es. Je weiter weg die sind, desto länger sind die Echos. Die Hallzeiten, auch in einer Tiefgarage, haben mich immer schon fasziniert. Und letztlich eben auch in diesen Stücken, die wir dann hören werden, entwickeln sich Räume, die letztlich dann selbst im Universum sich verbreiten. Ich habe dein Album natürlich im Vorfeld unserer heutigen Sendung diverse Male mir angehört, und da sind mir, was das Sounddesign betrifft, einige Sachen besonders aufgefallen. Zum einen gibt es da stellenweise deinen ganz typischen Yellow Trademark Sound, rhythmisch maschinell, wie in dem eingangs gehörten Titel Vertigo Heroes Part 1, aber auch nicht ganz neu für deinen Klangkosmos diverse Ambient-Tracks mit spannenden Field-Recordings. Hervorgegangen sind ja die Titel ursprünglich aus einer Auftragsarbeit für einen von einem Schweizer Star-Architekten entworfenen Thermalbad namens 47. Erzähl doch bitte mal die Geschichte, wie es dazu kam. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich wurde angefragt, eben eine Arbeit zu machen für dieses Thermalbad, letztlich dann konzentriert auf diesen Erlebnisteil in diesem Bad. Das war zum einen ein Solebad, das total schwarz abgedunkelt ist. Du kommst da rein, du hast 1,20 Meter tiefes Wasser und ein Firmament wie in einem Universum oben, die LED-Lämpchen glühen. Dann gab es einen Raum, der bestückt war mit einer Liegeinsel, wo vielleicht 10, 15 Leute drauf liegen können. Und an der Decke war eine Eklipse, die bespielbar war. Da waren verschiedene Facetten von verschiedenen Elementen und Wasser in allen aggregaten Zuständen filmisch zu beobachten. Dann gab es einen Wintergarten über 2 Stockwerke, der mit üppigen exotischen Pflanzen bestückt war, sogar mit Schmetterlingen wollten sie am Anfang, ging aber nicht dann. Und was ganz wichtig war, die Räume wurden dann immersiv bestückt, sozusagen mit Lautsprechern, mit sehr vielen Lautsprechern, die wir dank der Firma MSM und deren 2 Leute mir geholfen haben, eben diese Lautsprecher sozusagen zu adressieren und das ganze Raumempfinden sozusagen in diese Räume zu tragen, was ganz speziell ist und mich auch sehr, sehr, fasziniert haben. Und dieses Thermalbad, das kann man besuchen mit deiner Musik, wird das nach wie vor bespielt? Auf jeden Fall. Das war auch der Anlass, weshalb wir das dann uns entschieden haben, das wirklich auch Dolby Atmos zu mischen in München, weil die sehr viele Leute haben da gefragt, kann man die Musik auch kaufen? Das war wunderbar. Die sind weggetaucht und haben sich da vergessen und verloren. Und deshalb haben wir das jetzt auch Dolby Atmos gemischt. Für die Touristinnen und Touristen unter den höheren Hörern, wo genau ist das Thermalbad gelegen? Das Thermalbad ist seit 2000 Jahren eben schon von den Römern quasi entdeckt, diese Quellen, diese 37 Grad warmen Sulfatquellen. Und das befindet sich etwa eine 20 Minuten, eine halbe Stunde von Zürich entfernt in Baden, okay. Sinnigerweise Baden.
Bevor wir zum nächsten Titel kommen, noch ein paar Informationen zu Vertigo Heroes Part 1 nachgereicht. Dieser rhythmisch treibende Track, der auch die erste Vorab-Auskopplung aus dem Album war, könnte ich mir auch gut auf einem Yellow-Album vorstellen. Es klingt aber auch sehr Score-artig. Das ist ein Thema, das wir auch schon in früheren Sendungen hier bei mir behandelt haben. Im Hinterkopf bei der Kreation hattest du, glaube ich, Filmklassiker wie Berlin, die Sinfonie der Großstadt oder Metropolis. Ich könnte mir den Track aber auch gut für einen James-Bond-Film als Intro vorstellen. Welche Vision hattest du selbst bei der Kreation? Da gibt es ja auch diverse synthetische Brass-Sounds und sind die Vokalsnippets welche von Dieter oder dir? Die sind von mir, die meisten. Was lustig ist, ich arbeite ja nicht wie eben jemand, der Noten lesen kann und Partituren schreibt, sondern ich bin ein Stimmungsmensch, der, ich würde mal sagen, tausende Ordner voll von irgendwelchen Versatzstücken, von irgendwelchen Sounds, die mir gefallen haben, abrufbar habe, und die haben alle einen Namen und ich weiß, wie die Sounds da drin eben klingen. So fange ich an, wie Dieter immer sinnigerweise gesagt hat, mit einem Tupfer auf einer leeren Leinwand sozusagen. Ich setze die ersten Ideen an Klängen und irgendwann entsteht dann, wie bei einem Puzzle, entsteht ein Umriss, an dem halte ich mich dann fest. Und dieser zeigt mir dann eben auch die Richtung, wie ein Stück entsteht. Aber ich bin selber immer überrascht, was dann am Schluss da rauskommt. Vertigo Heroes, ist das ein Verweis in der Namensgebung auf den Hitchcock-Klassiker oder hast du andere Gründe gehabt, diesen Titel so zu betiteln? Vertigo Heroes hat mich irgendwie angesprungen, vor allem Vertigo natürlich mit dem Hitchcock-Film. Aber anders dann eben Heroes, der kam dazu, das hat einfach einen Swing im Namen drin, Vertigo Heroes. Auf Position 2 deines Albums folgt das Titelstück Resonance, das ich als nächstes aufliegen habe. Mit dem geht es musikalisch in den Outer Space, ursprünglich als Theme-Song für einen Präsentationstrailer der NASA geplant. Dazu gibt es sicherlich auch ebenfalls eine spannende Geschichte. Ja, genau, weil da kam eine Firma Framestore von London auf mich zu mit der Frage eben, ob ich ein Stück Musik hätte, dass sie, weil sie umgekehrt von der NASA angefragt wurden, einen Trailer machen würde zu dieser James Webb Space Telescope Lancierung da im Orbit draußen. Und ich habe denen dann ein Stück, respektive einen Ausschnitt von diesem Solebad, was über eine Viertelstunde lang ging, habe ich sozusagen die Essenz, den Mittelteil rausgenommen, habe den ein bisschen noch spaciger gemacht, denen geschickt. Die haben das in London dann Dolby Atmos gemischt und alles war wunderbar. Auch mit Leuten von der NASA war ich in Kontakt, die haben sich gefreut. Leider aber hat das nicht stattgefunden, weil im letzten Moment die Termine bei Framestore da aus dem Ruder lief. So habe ich dann für meine naiven Gedanken sozusagen, wie ich mir das vorgestellt hätte, ein Video dazu gemacht, was ich natürlich NASA nicht vorspielen würde, weil die würden mich auslachen wahrscheinlich. Thank you.
Radio 1 Elektrobeats.
Titeltrack und Element of Life aus dem aktuellen Boris Planck Soloalbum Resonance. Und Boris Planck ist in der ersten Elektrobeat-Stunde zur Vorstellung seines Albums mein Studiogast. Field Recordings ist ein wichtiges Thema auf dem neuen Album, besonders auch bei den eher Ambient-Tracks. Welchen Astronauten hast du da in dem Titelstück gesampelt? Ich glaube, das waren irgendwelche BBC-Geräuschplatten, wo ich da irgendwelche phonetischen Sachen, man versteht gar nicht, was die sagen, rausgepickt habe und das gesagt habe. Ja, anonym so ein bisschen. Ja, ja. Du hast im Zusammenhang zu deinem neuen Album bemerkt, dass du auch stundenlang in den Himmel schauen und Wolken beobachten kannst. Das ist eine Passion, die du auch mit dem schon verstorbenen Lee Scratch Perry und mir teilst. Ich bin auch so ein Wolkenfanatiker und poste da auch manchmal einiges auf Social Media. Was begeistert dich da besonders? Wolken spielen ja, glaube ich, auch in dem Video zu Elements of Life eine Rolle. Ja, genau. Also man kann auch dann in diesem Video sehen, aus dem Point of View of a Pilot, wie man mit einem Flugzeug sozusagen aus der Sicht eines Piloten zwischen diese Layers von Wolken fliegt, was natürlich ein unglaubliches Erlebnis ist. Aber man sieht gerne auch Wolken vom Boden aus, wie die ziehen in verschiedensten Höhen. Und ich finde das ein Naturereignis, was uns kleinen Homo sapiens ein bisschen mehr nachdenklich stimmen sollte im Zusammenhang, was wir hier alles kaputt machen auf diesem Planeten. Schaut an den Himmel, wie schön sich da diese Wolken offenbaren. Es gibt ganz viele sehr erfolgreiche Yellow-Alben seit eurer Gründung 1978. Euer letztes Album Point, das im Sommer 2020 erschien, kam in der Schweiz auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 6. Seitdem sind 3,5 Jahre vergangen. War zwischen dir und Dieter vereinbart, danach erst einmal in Sachen Yellow zu pausieren. Dieter hat ja mit seiner Schokoladenfabrik und diversen anderen Dingen ebenfalls volles Programm. Anders gefragt, hattest du neben deinen Solostücken schon Zeit und Lust, an neuen Yellow-Tracks zu arbeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass du ein enorm kreativer Mensch bist, der ständig an neuer Musik arbeitet. Ich habe mal Vangelis in seinem Pariser Studio besucht und der war auch so ein extremer Workaholic und sagte mir sinngemäß, er könnte in jeder Woche eine neue Platte produzieren und führte dann weiter aus, wer soll das aber veröffentlichen und hören. Zurück aber zur Frage, neue Yellow-Platte schon vage in Planung? Das klingt ja nach einem Konzept, das haben wir an sich nie gehabt und werden wir wahrscheinlich auch nie haben. Aber sicher ist es so, dass ich in diesen Ordnern drin, die ich da als Jäger und Sammler sozusagen in meinem Computer drin habe, gibt es natürlich das eine oder andere Stück, was so weit eigentlich schon bereit wäre für den Dieter, dass wir da weitermachen sozusagen auf der Hauptstraße von Yellow. Das, was wir jetzt da hören, das ist sozusagen ein Seitenpfad, den ich nicht selber ausgesucht habe, mich sehr darüber gefreut habe natürlich, diese Musik zu machen, aber ganz klar gibt es da schon Stücke, die da mir im Hinterkopf reflektieren. Aber konkrete Pläne, also Masterplan will ich nicht sagen, aber jetzt in 2 Jahren oder so neues Yellow-Album? Es gibt schon Ideen, das heißt jetzt nicht ein Album direkt, es gibt dieses Jahr ein Film, der über Oh Yeah von Yellow gedreht wurde von einem New Yorker, der wird dann in Austin, Texas im Herbst wahrscheinlich Premiere haben. Und da geht es darum, was Oh Yeah alles ausgelöst hat. Wie kam Oh Yeah nach Amerika in diesen bekannten Film The Ferris Bueller's Day Off und. Und da wurden Leute nebst den Hauptdarstellern von diesem Film auch andere Schauspieler und Produzenten gefragt, was haltet ihr oder was hört ihr, wenn ihr diesen Track hört. Daneben gibt es auch eine immersive Mischung von Touch Yellow, wo jetzt wahrscheinlich dann bald angefangen wird zu mischen. Das Gefühl von immersiv oder eben 3D-Klang Dolby Atmos zu hören, ist für mich wie damals von Mono auf Stereo. Das ist ein Erlebnis,
wo man eigentlich jedem gönnen würde, weil die Musik von Yellow ist quasi prädestiniert, um diese Klangwelt so zu mischen, dass man sie 3D hört. Dominierend auf dem neuen Album sind auch einige Ambient-Tracks, schon von mir erwähnt, wie der zuletzt gehörte Elements of Life. Solche meditativen Sounds gab es ja auch schon früher von dir. Das hat sicherlich auch mit der Auftragsarbeit natürlich für das Thermalbad zu tun. Musik zur Meditation oder Ambient-Music, ist das ein Thema, das dich schon länger fasziniert? Ich glaube, da hört man ja fast jede Platte Instrumentals von Boris, sei das CLU-Werk, sei das Stalagdrama. Da gibt es ganz viele Beispiele, da meine Welt immer schon so ein bisschen gespiegelt in dieser meditativen Ambient World vorhanden war. Ich glaube, das fällt mir leicht, Musik in der Art zu machen. Und es ist auch eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Bereicherung, weil das geht dann tatsächlich auch in die mentale Welt eines Menschen, wenn man das hört. Und so ist es bei mir auch beim Produzieren gewesen, dass ich da sehr gemächlich diese Arbeit verrichtet habe. Boris, eine Frage, die ich allen meinen Studiogästen stelle, ist die, welches eine Elektronikalbum Sie momentan auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Das kann etwas Aktuelles oder auch ein Klassiker sein. Hast du so ein All-Time-Klassiker im Elektronikbereich oder bist du in der letzten Zeit auf irgendein Album gestoßen, was dich fasziniert hat? Also spontan fällt mir da wirklich nichts ein, aber ganz bestimmt wäre Musik von Pierre Boulez oder auch von Giorgi Ligeti an der Tagesordnung bei mir mal ein bisschen dichter ranzugehen. Und, okay, also so Frühwerke, sozusagen die Vorreiter der elektronischen Musik. Ja, und sonst würde mir vielleicht auch noch Amalgama von Pink Floyd gefallen, dieses Doppelalbum, dieses Doppelalbum. Das ist das, was mir spontan einfällt. Videos zu eurer Musik bei Yellow oder auch Solo ist ein Medium, das sich seit vielen Jahren begeistert und fasziniert. Es gibt ja auch, wir sprachen es schon an, zu Tracks des neuen Albums Videos. Hast du die selbst gedreht im Kontext zu einem der letzten Yellow-Alben? Sprachen wir schon darüber. Und da wir hier im Medium Radio sind, vielleicht so kurz zusammengefasst, was da zu sehen ist? Ja gut, das sind einerseits, was ich eben vorhin angetönt habe, sind das Wolkenbilder. Mhm. Ich bin angeschlossen an zwei Libraries, wo man Footage runterladen kann in sehr hoher Auflösung. Man kann da auch selbst irgendwelche Footages hochladen. Und da habe ich natürlich Zugriff, das ist an sich relativ teuer, aber das lohnt sich. Und da habe ich sehr vieles aus dieser Quelle sozusagen genommen und das überarbeitet. Sehr viele Überblendungen, auch Doppelbelichtungen. Ich bastle an diesen Filmen genauso, wie ich an der Musik bastle. Irgendwann entsteht was, dem folge ich dann. Das kann eine Idee sein mit diesen Zahnrädern und plötzlich kommt eine doppelte Belichtung mit einem Fabrikgelände, das ich dann fahren lasse. Ich ziehe das, ich zoome das ein, was auch immer. Eben diese Bildwelt, wie die geschnitten wird und eben auch verwandt ist mit der Tonwelt sozusagen, habe ich in den letzten Jahren oder in den letzten 45 Jahren für Yellow immer wieder gehört, eure Musik klingt extrem bildhaft. Mhm. Deshalb wahrscheinlich auch diese Verwandtschaft zur Musik zusammen mit Bildern liegt das eigentlich sehr nahe. Wir sprachen schon kurz über Field Recordings, seit jeher auch sehr wichtig in deiner Musik. Diesmal hast du mit den verschiedenen Aggregatzuständen des Wassers experimentiert. Zu Beginn des gleich folgenden Time Bridges ist auch ein Gewitter zu hören. Ja, dieses Gewitter, das war sehr teuer, weil ich musste da nach Burma reisen, nur schon die Flugzeit und das Geld, was das gekostet hat natürlich. Nein. Augenzwinkernd, ja. Ich habe Gewitter mannigfaltig damals gesampelt. Ich habe die auch von verschiedensten Geräuschplatten, muss ich zugeben, damals eben schon BBC-Geräuschplatten gesampelt. Das Fairlight selber hatte damals ein ganzes Archiv mit Gewittern von Tropengewitter über Großstadtgewitter, was auch immer. Und eines dieser Gewitter, die da drauf sind,
Die habe ich dann von diesem MSM Studio gekriegt, weil die haben auch ein ganz großes Archiv und das klang viel stereophoner als das, was ich ursprünglich eingesetzt hatte. Thank you.
Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
Time, Bridges und Defying Gravity aus dem neuen Boris Blank Soloalbum und erst in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Defying Gravity, zuletzt gehört, klingt sehr klassisch, sinfonisch, bombastisch und hat mich so dezent auch an die Musik von Vangelis erinnert. War der irgendwann mal in deinem Gesamtschaffen für dich inspirierend? Absolut, wie auch Jean-Michel Jarre, den ich lustigerweise kennenlernen durfte hier in Berlin in Schneiders Laden. Wir kamen zufälligerweise in diesen Laden. Jean-Michel Jarre hat sich umgedreht und hat gesagt, Boris, wir fielen uns in die Arme, als wären wir bekannt seit 30 Jahren miteinander. Und bei Vangelis war das nicht der Fall, aber ich habe seine Musik sehr estimiert. Mhm. Und natürlich seit The Aphrodite Childs war ich ein großer Fan von seiner Musik, ganz klar. Und letztlich färben oder reflektieren all diese Musiker und diese Leute, die man schätzt, musikalisch, die reflektieren immer letztlich auch in der Musik. Ebenfalls ein tolles, chorales Ambient-Stück ist das folgende Angel Bass, mit welcher Making-of-Geschichte, da hört man ja auch sehr exotische Stimmsamples, das ist fast so wie so eine musikalische Weltreise. Da kann ich nur zustimmen, tatsächlich, ja. Das ist auch eine Art, so eine Tribal-Version, die so ein bisschen zeigen soll, von Ost nach West, von Nord nach Süd, all diese Fragmente von Klängen, die da in diesen Welten existieren. Das ist sozusagen eine Reise musikalisch durch all diese Teile der Welt. Thank you.
Angel Space aus Resonance, dem neuen Boris Blank-Album. Während die Musik gerade lief, unterhielten wir uns darüber, Boris, dein neues Album, ist das das dritte oder zweite Solowerk? Weil du hast ja auch eine Platte mit Malia gemacht, wo du alles komponiert hast. Ja, sicher, klar. Also bei Malia war das nicht anders als bei Yellow. Ich mache Musik und wenn die Musik mal fertig ist, dann präsentiere ich das eben dem Dieter und der erfindet jeweils sehr schnell eine Figur in diesen Stücken und schreitet sozusagen als Protagonisten durch diese Klangwelt. Und bei Malia war das nicht anders. Die hat dann einen ganzen Koffer mitgebracht mit Texten und wir haben dann die Texte ausprobiert sozusagen zu den Stücken. Und wenn es gepasst hat, dann hat es gepasst. Und so war das bei der ersten, also wenn man da von drei redet, war das bei Electrified ein bisschen anders. Da waren Tracks vorhanden, die nie auf eine Yellow-Platte den Weg gefunden haben, weil sie aus irgendwelchen Gründen da eben nicht gepasst haben. Deshalb hat man diese dann zusammen geramscht sozusagen aus allen Kisten und Kassen da im Studio bis zurück auf Kassettentapes hat man da so ein Konglomerat an Musikstücken zusammengehängt, eben die das nie auf eine Yellow-Platte geschafft haben. Es gab im letzten Monat, Ende Januar in Berlin, eine spezielle Präsentation deines Albums. Ist die Aufführung deiner Musik eventuell auch an anderen Orten, beispielsweise im Planetarien oder anderen Bädern geplant? Eigentlich vorerst nicht, nein, aber ich denke, es gäbe mannigfaltige Ideen, wie man das präsentieren könnte. Ich denke da auch an diese Sphere in Las Vegas, wo ich sogar tatsächlich Beziehungen habe zu diesem Hotel, ich habe den Namen vergessen, die das lanciert haben, diese Wahnsinnskugel da. Mhm. Da fände ich das sehr interessant, wenn das eben Dolby gemischt ist, in diesem wahnsinnigen, in dieser Kugel drin. Genau, da gab es ja Konzerte von U2 und anderen, also sehr ganz imposant. Genau. Und die suchen ja auch immer wieder so ein bisschen Footage, weil die können ja nicht nur rauf und runter YouTube spielen in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, das wäre eine faszinierende Idee, wenn man das da einbringen könnte. Ansonsten denke ich auch, wäre das schön, in verschiedenen Kinos mit Großleinwänden eben und Dolby Atmos bestückten Kinos zu zeigen. Zu Respiro di Mare hat dich, glaube ich, die französische Mittelmeerküste inspiriert. Ist das ein Ort, wo du mit deiner Familie gerne hinfährst? Oder gibt es weltweit so Orte, wo Boris Blank gerne Urlaub macht, um zu entspannen? Leider kenne ich die Bretagne nicht. Es würde mich faszinieren, mal dahin zu fahren, weil die Luft soll da sehr gut sein. Aber Respiro di Mare ist ja italienisch. Ja. Und mir hatte der eine Titel, der mir in den Sinn kam, wäre La Lumière d'Atlantique. Und das wäre faszinierend gewesen. Aber dieser Titel, den gibt es leider schon auf Yellow-Platten. Und deshalb habe ich mich dann ganz kurzfristig entschieden für Es riecht nach Meer auf Italienisch. Mein Elektrobeat-Studiogast in der ersten Stunde war Boris Blank und wir stellten gemeinsam sein neues Soloalbum Resonance vor. Danke dir sehr fürs Vorbeikommen. Wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich viel Spaß für deine nächsten musikalischen Projekte. Danke. Das ist sehr nett. Vielen herzlichen Dank. Bin immer gerne seit Jahren bei dir zu Gast, lieber Olaf. Dankeschön. Danke.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und wir starten mit einem ganz neuen Stück von Bicep, Chroma 001 Helium.
Chroma 101 Helium, ganz Neues vom Elektroduo Bicep. Das ist gleichzeitig auch der Start von Chroma. Zum einen ist das der Name ihres neuen Plattenlabels, gleichzeitig aber auch eine von Ihnen kuratierte Eventreihe. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Burial hat eine ganz neue EP mit zwei sehr langen, großartigen experimentellen Stücken jetzt veröffentlicht. Diese möchte ich Ihnen in dieser Stunde präsentieren. Es geht aber zunächst weiter mit Hans-Joachim Rödelius und Arnold Kasar. 5 Jahre nach ihrer ersten Zusammenarbeit für das Album Einfluss haben sie kurz vor Jahreswechsel Digital Sensibility bzw. Sensibility auf dem 7K-Label veröffentlicht, vorne mit Z geschrieben. Daraus hören wir Determinator, gefolgt von dem Musikergespann Brian Eno und Carl Hyde. Radio 1 Elektrobeats.
is running to one. I need the sound of the cars to drown the quiet sound. I need the sound of the cars to drown the silence. Shadows in the sun. I'm looking for a Radio 1 Elektrobeats, und zwar zunächst Rüdelius und Kasar, Hans-Joachim Rüdelius und Arnold Kasar mit Determinator aus dem Album Sensibility oder Sensibility, gefolgt von Brian Eno und dem Underworld-Frontmann Carl Hyde. Beide haben zwei gemeinsame Alben veröffentlicht und das war aus Someday Worlds, The Satellites. Von Brian Eno gibt es wiederum einen Link zu Hans-Joachim Rüdelius. Da sind zwei gemeinsame Alben als Cluster und Eno und eins als Harmonia und Eno erschienen. Außerdem noch einmal der Hinweis, dass Underworld am 22. März im Berliner UFO spielen. Das befindet sich innerhalb des Velodroms. Ich erwähnte es schon, es gibt eine ganz neue, lange EP von Burial am 2. Februar digital und in der Vorwoche dann auch physisch auf 12-Inch erschienen. Begeben wir uns jetzt mit Dream Fear auf eine spannende 13-minütige musikalische Elektroreise. I am the High One.
I am the Lord of Ecstasy. Like a drug.
Schuhe an. I've never felt this before.
Neues von dem Dubstep-Musiker Emmanuel Beaven, besser bekannt als Burrell, die A-Seite seiner neuen EP Dream 4. Dieser lange Titel hörte sich schon fast so wie ein kurzer DJ-Mix an. Zu Zeiten seiner ersten beiden sehr erfolgreichen Alben, die 2006 und 2007 erschienen, agierte Burrell noch anonym und es gab ein wildes Rätselraten, wer sich hinter diesem Namen verbergen könnte. Erst 2008 lüftete er dann das Geheimnis. Ich lege auch gleich die B-Seite seiner neuen EP auf. Zuvor hören wir Dub-Elektroklänge aus einem Album, das Nils Frahm gemeinsam mit FS Blum 2021 veröffentlicht hat. 2x1=4. Daraus hören wir Buddy Hop und schon mal die Ankündigung, dass FS Blum Ende April ein neues Album veröffentlicht. Zudem wird er Anfang Mai dann hier bei mir zu Gast sein. Wir tauchen dann aber auch ein in seine spannende Historie und sprechen über ältere Produktionen. Hier ist das Gespann FS Blum und Nils Frahm mit Buddy Hop. Thank you.
Radio 1. 38 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Das waren FS Blum und Nils Frahm mit Elektro-Dubklängen und Buddy Hop aus ihrem 2021 veröffentlichten gemeinsamen Album 2x1 gleich 4. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass man viele Elektrobeats-Interview-Specials überall als Podcast nachhören kann. Elektro mit K, Beats und Radio 1 eingeben. Da findet man unter anderem auch meine letzte Sendung mit Nils Frahm. Und ich erwähnte es schon, FS Blum ist dann Anfang Mai hier bei mir in der Sendung zu Gast. Auch die zweite Seite der neuen Burial 12-Inch ist über 13 Minuten lang. Viel Spaß jetzt mit Boys Sent from Above. The Angel Maker. The other kids, are they like you?
always has been. Stand for love, love, love.
running through the city. In the Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und es war Boy Ascent from Above, die eine Seite der neuen Burial 12-Inch. Er hat es ja wirklich geschafft, einen ganz eigenen Elektronikmusikstil zu kreieren, den man sofort erkennt. Für das zuletzt gehörte XXL-Stück hat er dann auch ganz tief in die Sample-Kiste gegriffen. In der kommenden Woche gibt es eine Elektrobeats-Ausgabe mit Part 7 der Insel Sounds Lieblings-Elektronik-Alben, die Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. In der Sendung in zwei Wochen geht es dann um ein neues Buch, die Geschichte von Kraftwerks Autobahn, Jan Rietzes Liebeserklärung an ein 50 Jahre altes Album. Der Autor wohnt in Pennsylvania. Ich werde mit ihm dann im Interview über dieses neue Buch sprechen. Zum Schluss geben wir nochmal richtig Gas. Am 1. März erscheint das neue Squarepusher-Album Dostro Time. Die Vorab-Auskopplung heißt Wendelin. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann. Thank you.
Elektrobeats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.